Bei Hisense haben wir 3 bis 4 interessante Produkte. Sagen wir mal 3,5. Und warum ich jetzt auf so eine ungerade Zahl komme, sehen Sie gleich. Sehr gemütlich hier, mach's mir gerade noch bequem. Zusammen mit einer Messe-Neuheit, die man hier als Prototyp zeigt, eines 8K Ultra-Kurzdistanz-Projektors, der hier auf 120 Zoll sein Bestes gibt. Bei dem Gerät hat man geguckt, dass er schön aussieht, sich toll integrieren lässt, er spricht anspruchsvolle Kunden an. Technische Daten weiß man nur, es ist ein Aufbau mit 3 Lasern. Die Helligkeit, die auf der Leinwand, auf der Kontrastleinwand hier dargegeben werden soll, soll angeblich bei 400 Nits liegen. Es wird BT 2020 übertroffen. Ich repetiere jetzt einfach mal die technischen Daten, die Sie jetzt dann gleich lesen können. Dolby Atmos kann das Gerät. Aber Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich, wann kann ich das Gerät zu welchem Preis kaufen und ist es gut? Ob es gut ist, ehrlich gesagt, kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich persönlich es für schwierig halte, dass man über 4K hinaus, wo man eh schon bei den Ultra-Kurzdistanz-Projektoren kämpft. Vielleicht ist es Ihnen auch schon aufgefallen, wenn ich so am Bildrand speziell gucke, da wird es natürlich von der Schärfe irgendwann schwierig, auch gerade das Thema Konvergenz. Wie sinnvoll es jetzt ist, das mit 8K abzufeiern, muss der Beamer erst noch mal beweisen, weil selbst bei den Testbildern habe ich jetzt hier kein großes 8K-Feeling, ganz ehrlich, weil ich den Eindruck habe, es liegt auch hier wieder diese typische Kontrastleinwand-Patina auf dem Bild zusammen mit Kontrast. Mit Konvergenzeffekten, aber letztendlich ist es ein Prototyp. Ich habe auch hier bei der Messe diverse Leute gefragt, warum macht man jetzt hier 8K? Es gibt ja auch noch keinen richtig nativen Content und letztendlich war die Antwort, because somebody will buy it. Wenn es jemand kaufen will, auch hier wieder ein bisschen widersprüchliche Informationen, habe ich jetzt hier so ein bisschen rausgehört, so 15.000 bis 17.000 US-Dollar und womöglich kommt das Produkt im August auf den Markt. Aber ob das jetzt für Europa, Amerika gilt etc., die Leute sind ja da etwas schmallippig unterwegs und ich gebe Ihnen vor jetzt einfach mal so unter Vorbehalt weiter. Jetzt kommen wir zu dem Bereich, nach dem Schwenk über diesen geschmackvoll eingerichteten Messestand, auf ein Produkt, welches für viele gleichzeitig noch interessanter ist. Das meine ich jetzt nicht. Das ist einfach mal hier nochmal so ein Schwenk über Alternativprodukte, die man anbietet. Aber ich muss Sie vorwarnen, ich kann jetzt noch weniger technische Infos geben. Ich möchte es nur mal zeigen. ULEDX, letztendlich steckt dahinter OLED-orientierte Technik. Zeigt man hier einen 110-Zoll-Display, der massenmarkttauglich ist. Das hier ist kein Prototyp, den man mal hinstellt, um die Leute zu beeindrucken, sondern der Gedanke bei dem Display liegt darin, zu zeigen, Leute, wir können die typische 97, 98 Zoll Fraktion durchbrechen mit einem lichtstarken, superscharfen 8K OLED, sage ich das jetzt mal. Zusammen auch hier gleich mit einem schönen, zeitgemäßen Rack könnte das, wie es hier steht, schätze ich jetzt mal, so für 25.000 bis 30.000 Euro womöglich noch im Laufe des Jahres rauskommen. Aber das ist jetzt von mir frei geraten aufgrund der Marktanalyse. Aber hier konnte leider keiner irgendwo was Sinnvolles zu dem Display kommunizieren. Was wir jetzt machen, ist ein kleiner Standrundgang, einmal quer durch die Hisense-Welt, die sich natürlich auch dadurch kennzeichnet, dass man als Großkonzern überall Produkte anbietet, egal ob es Richtung Gaming geht. Könnten wir jetzt einen ewig langen Vortrag halten über alle Produkte, nur irgendwo fehlt uns danach auch die Zeit. Und das normale Fernseh-Line-Up, nur wir probieren uns ja auf Neuheiten hier zu fokussieren und nicht unbedingt alles, was da ist, jetzt nochmal neu vorzustellen. Auch wenn es jetzt ein bisschen wackeln sollte auf der Kamera, bitte ich um Nachsicht. Wir wollen das für Sie hier frisch und authentisch einfangen, selbst wenn man sich mal irgendwo verspricht oder man hat eine technische Information falsch im Kopf. Sie sollen hier quasi wie wir mit auf der Messe sein, weshalb wir jetzt nicht anfangen mit einem ganzen Leiterwegele an technischem Equipment inklusive Slider und Gimbal und 2 Kameras und allem möglichen rumzulaufen. Wir wollen es einfach halten, damit wir für Sie viel guten und authentischen Content produzieren. Und in dem Sinne gehen wir jetzt dann mal gleich ums Eck, wo eine sehr heimkinorelevante
Neuigkeit auf uns wartet. Es geht um das Thema Ultra-Kurzdistanz-Projektor. Und wir werden jetzt gleich in eines der wenigen heimkinomäßigen Vorführkabinen gehen, weil davon gibt es hier wirklich wenig bis keine. Es ist jetzt, was wir gleich sehen, jetzt nicht so dediziertes Kellerheimkino, sondern so ein enthusiastisch optimiertes Wohnzimmer-Setup, was wir gleich sehen werden. Und das Ganze sehen Sie hier. Alles schön in schwarz, so wie es gehört. Und wir reden jetzt hier von Produkten, die von Leica in Zusammenarbeit mit Hisense vorgestellt werden. Das ist eine große Kooperation. Leica produziert, obwohl man selber Objektivanbieter ist oder dafür bekannt ist, produziert auch das nicht selber, aber die Entwicklung hat man zusammen mit Hisense gemacht und lässt hier seinen Kooperationspartner nach den Spezifikationen die Projektoren bauen. Aber das Schöne ist, wir haben jetzt die Möglichkeit, dazu ein Interview zu führen. Hi. Und das sogar auf Deutsch. Sehr gut. Herzlich willkommen, ja? Ja, es ist so schön, dass man hier mal einen Heimkino-Feeling kriegt. Ihr winkt euch jetzt zu? Ah, okay. Wie schon vorhin gesagt, rough and dirty. Ich halte einfach mal unser Mikrofon hin, weil dann verstehen wir auch, was du sagst. Welche Funktion hast du bei Hisense Leica bei der Kooperation und was führt dich jetzt hier nach Las Vegas? Wenn du wahrscheinlich aus Deutschland kommst? Ja, also wir haben das Produkt zum ersten Mal auf der IFA in Berlin letztes Jahr vorgestellt und das ist jetzt hier die amerikanische Version von dem Produkt. Wir haben unterschiedliche Versionen von dem Operationssystem, das heißt in Europa werden wir eine VIDAA-Plattform haben. Das ist die Plattform, die auch meistens bei den Fernseher verwendet und auch bei den Laser-TVs in Europa. Und hier in den USA wird das Produkt mit dem Google TV eingeführt. Das heißt, es ist ein bisschen unterschiedlich. Auch die TV-Tuner sind anders. Und die CES natürlich ist dann die größte Show. Deswegen wollten wir das nicht verpassen, um das Produkt auch richtig vorzustellen, bevor wir das überhaupt auf den Markt gebracht haben. Wie sind denn so von den amerikanischen... Wer ist eigentlich so der typische Besucher, der zu euch herkommt? Ist es der Integrator, der Fachhändler? Sind es die Chefs von Fachhandelsketten? Sind es andere Firmen? Und wie haben die auf das Produkt reagiert? Also meistens, das ist ganz unterschiedlich. Also hier auf der CES haben wir primär sogar Endkunden jetzt gehabt in den letzten 4 Tagen. Aber wir hatten auch wie sind die hier reingekommen? Ja. Weil eigentlich ist es ja keine Endkundenmesse. Ja, also Endkunden sage ich mal im Sinne von, das sind jetzt keine Integratoren oder das sind keine... potenziellen Händler, die das Produkt auch hier auf dem amerikanischen Markt vermarkten werden. Trotzdem hatten wir auch ein paar Besucher, die Integratoren eher, wie soll ich das sagen, das ist eine gute Frage, das sind keine Integratoren an sich, die agieren aber als Kooperation, das sind als eine kleine Vertretung, die machen beispielsweise die ganzen Verhandlungen mit den Herstellern und gleichzeitig versuchen wir auch so an den großen Markt hier zu kommen, weil die kleinen Integratoren, die sind nicht einfach ohne Vertriebsmannschaft gut zu erreichen und da greifen wir tatsächlich auf diesen, man kann das mit einem Distributor vergleichen, wie das in Deutschland ist und wir hatten mehrere solche Gespräche hier gehabt und ja, also meistens Integratoren hier bei uns vor Ort. Von den großen Ketten gab es bisher noch keine Visiten. Prima. Du, dann lass uns mal kurz vorne zu dem Projektor gehen, ja, alles klar. Dass wir uns zusammen jetzt über die Technik unterhalten. Ist es möglich, dass wir kurz den Ton ein bisschen leiser machen? Dann stellen wir uns mal hier hin, dann haben wir das optisch für den Johnny schön drauf. Ich gebe jetzt mal kurz mein Mikrofon mit der Frage, was ist der Unique Selling Point? Sprich, was, musst du dir nur vor den Mund halten, sonst hört man dich nicht. Was ist der Unique Selling Point von euren Projektoren? Ich nehme schon mal ein bisschen vorweg. Und wie kommt es, dass ihr zusätzlich zu dem, was Hisense schon anbietet, nochmal was draufpackt? Impliziert das nicht irgendwo, dass Hisense mit den Projektoren nicht gut genug ist? Muss man provokativ zu fragen. Verstanden. Zwei Fragen in einem. Also zum einen, warum wir das machen, dass ich glaube, das ist... Also nicht relativ klar, aber man weiß ja, Leica ist bekannt wir sind dafür bekannt, dass wir auch die ganzen Linsen für die Kameras bauen. Wir haben eine eigene Herstellung bei uns in Wetzlar und wir sind da der Meinung, dass
weil das eigentlich aus meiner Sicht auch immer noch das Herzstück ist von so einem Laser-TV, ist natürlich das Objektiv. Und da sind wir der Meinung, dass das mittlerweile eine ausgereifte Technologie ist, die wir auch in den nächsten Jahren, sag ich mal, oder Jahrzehnten noch weiter verbessern können, weil wir haben das Know-how, wir können das noch auf dem nächsten Level bringen. Das ist auch, ja, kurz einhaken. Auf jeden Fall. Soweit ich das richtig verstanden habe, baut Leica das Objektiv ja auch nicht selber. Genau, das wird nach unserer Vorgaben gebaut. Also wir haben ein, das nennt sich bei uns Leica Summicron, die Linse, die jetzt hier eingebaut wird, und die Linse Leica Summicron, damit eine Linse Summicron genannt wird, die muss bestimmten Vorgaben dann erreichen. Und diese Vorgaben geben wir natürlich weiter an unsere Lieferanten, in dem Fall ist das Hisense. Damit diese Linse auch die Vorgaben entspricht, muss Hisense sicherstellen, dass auch genau diese Linse da verbaut wird, nach diesen Vorgaben, die wir für eine Leica Summicron Linse dann an sie weiterreichen. Wenn ihr jetzt eine Kooperation habt mit Hisense, ist es da nicht irgendwo naheliegend, dass Hisense irgendwann mal sagt, okay, wir haben jetzt die Kompetenz von Leica, wie wir die Objektive behandeln müssen und übertragen das dann in die Modellreihe drunter, in die normale Modellreihe? Genau, das ist an sich eine Kooperation, also da findet auch sehr viel Knowledge Exchange statt. Also wir lernen was zum Thema Laser-TVs von Hisense und umgekehrt, die lernen von uns, wie man eine Linse besser baut. Und das ist an sich eine Koop, die wahrscheinlich jetzt so über die nächsten Jahre sich nochmal weiterentwickeln wird. Und dann gucken wir, wo uns dann die Reise gemeinsam bringt. Aber auf jeden Fall, das ist das erste Mal, dass wir das versuchen. Das ist unser erstes Produkt. Und wir sind bereits jetzt parallel dran an weiteren Projekten. Wir wollen das natürlich optimieren, wir wollen das verbessern. Es ist schon eigentlich marktgereift, die Technologie. Das heißt, man kann das schon an den Endkunden vermarkten mit einem guten Gewissen, weil auch das, was wir hier auf der CES sehen, die meisten, die reinkommen, die sind schwer begeistert und das wollen wir natürlich nochmal in den nächsten Jahren toppen. Also ich schmeiße jetzt mal kurz ein paar technische Daten rein. Alright. Wenn ich was Falsches sage, bitte einfach laut schreien. Sehr gut. Ihr bietet zwei Projektoren an, weil ihr sagt, also einmal für 100 Zoll, einmal für 120 Zoll Bildgröße, weil ihr sagt, wir wollen das Objektiv besser machen als andere, weil es nicht verstellbar sein soll vom Fokus her. Ja. In Deutschland kommen die Geräte mit Glück im April, wenn alles ein bisschen träger läuft, im Mai raus. Correct. Preise 8.000 bis knapp unter 9.000 Euro für das größere Modell. Korrekt. Helligkeit waren 2.500 Ansilumen. Korrekt. Integrierte Lautsprecher für Dolby Atmos über so eine Art Soundbar-Funktion. Das ist korrekt, genau. Das sind 50 Watt Lautsprecher, das sind 2x 25 Watt auf beiden Seiten. Und 13 bis 14 Objektivelemente, die jedoch nicht allesamt aus richtigem Glas bestehen. Korrekt. Okay. Von der Bildqualität her muss ich sagen, es wirkt auf der einen Seite, wenn ich das jetzt so schnell bewerte, es läuft ja nicht überall der gleiche Content natürlich, wenn ich das jetzt so schnell bewerte, wirkt das schon auf den ersten Blick zunächst mal ein bisschen kontrastreicher und auch ein Ticken schärfer als das, was man anders sieht. Aber diese Herausforderung, gerade bei bestimmten harten Kontrastübergängen, konvergenzmäßig das komplett wegzukriegen, das habt ihr auch noch ein Stück weit vor euch. Das oder ist das hier nur dem Prototypen geschuldet? Das ist auf jeden Fall ein Prototyp, was wir hier haben und gleichzeitig haben das auch richtig genannt. Es gibt gute Kontrasten. Das ist auch ein USP von Leica, was wir in-house machen, ist die sogenannten Leica Image Optimization. Das ist ein Trademark von Leica. Das heißt jetzt nichts anderes als, wir haben ein Image Lab und da sind Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich das Bild angucken, diverse Messungen machen und schauen, wie wir das Bild, also die Grundeinstellungen von dem Bild noch besser machen können, damit der Endkunde das nicht selbst irgendwie nochmal nachjustieren muss. Also wir versuchen hier den sogenannten Leica Look nochmal zu integrieren, bevor wir das Produkt überhaupt ausliefern. Und was beispielsweise die chromatische Aberration angeht, ich glaube, das haben Sie jetzt kurz angesprochen, uns ist das bekannt, dass es auch bei solchen Produkten immer noch dieses Thema gibt. Ja, dass, man sieht das auch, also wenn man das sich ein bisschen auskennt, man sieht sofort, okay, hier und da gibt es noch die chromatische Aberration. Wir arbeiten daran, das erstmal digital noch zu unterdrucken. Das ist natürlich ein Software- und ein Hardware-Issue. Was wir softwaremäßig machen können, versuchen wir natürlich, das jetzt nochmal umzusetzen. Und an die Linse sind wir dran, dass wir irgendwann jetzt bei der zweiten oder dritten Generation von so einem Produkt auch diese chromatische Aberration, wenn es nicht komplett ist, aber dass wir das deutlich reduzieren. Und da sind wir in Gesprächen auch mit einem Partner wie Texas Instruments. Wir schauen auch, was die machen dann auf Seite,
auf der Seite von DLP-Chips. Auch da gibt es Weiterentwicklungen in den nächsten Jahren. Also wir sind da zuversichtlich, dass in den nächsten 2 bis 3 Jahren ich bin mir ziemlich sicher, dass das verbessert wird. Das ist auch ein gutes Stichwort, weil ich wollte dich jetzt noch eins fragen. Ja. Wir sind jetzt hier auf der Messe, ja, unter diesem Titel finden wir hier auf der CES einen Indikator für das Heimkino der Zukunft. Und normalerweise geht man zunächst mal eher davon aus, dass man sich gedanklich einen Großbildfernseher in, was weiß ich, 140, 150 Zoll in 5 bis 10 Jahren gedanklich in sein Wohnzimmer reinstellt. Wir haben schon Kunden, die wollen keine Beamer mehr kaufen, weil die sagen, ich warte, bis die Fernseher einfach nur günstiger werden. Das scheint ja zunächst mal der vorgezeichnete Weg zu sein. Haben aus deiner Sicht, mein klar, ihr stellt die jetzt ja als erste Generation vor, ihr müsst ja können überzeugt sein, dass diese Produktkategorie überlebens- und zukunftsfähig ist. Nur wenn man sich jetzt anschaut, gerade bei TCL zum Beispiel, einen 100-Zoll-Fernseher, der so für unter 10.000 Euro auf dem Markt ist, so viel günstiger sind ja die dann auch nicht, plus Leinwand. Was macht diese Produktkategorie aus eurer Sicht zu einem Produkt der Zukunft neben den Fernsehern? Also ich sage das immer wieder, ich glaube, dass das einzige, oder der einzige USP ist, vor allem bei diesen Produkten, ist, dass mal angenommen, dass die Leinwände in 3, 4, 5 Jahren nicht mehr gebraucht werden, dass der Laser so stark ist, so hell ist und auch die Linse so gut ist, dass man da gar keinen, dass man da auch an einen ganz normalen glatten weiße Wand projizieren kann, ohne dass man diese ganzen Einschränkungen hat. Ich glaube, sobald das passiert ist, dann hätte wahrscheinlich kein auch wirklich Lust, sich einen 100 oder 100 Zoll Fernsehkiste auf ein Sideboard zu, also an die Wand zu montieren, weil das ist, wenn man das ausschaltet, das ist immer noch so eine Ästhetikfrage, ja, wie sieht meine Wohnzimmer aus, und ein 100 Zoll, das ist jetzt ein 120 Zoll Leinwand hier, man kann sich das vorstellen, wenn so ein riesen Fernseher, oder so, soll ich nicht das so sagen, aber wenn so ein riesen Glotz an der Wand hängt, dann ist es gar nicht mehr so hübsch, also da geht es wirklich dann nur um Performance. Wie kriege ich jetzt ein richtig geiles Bild auf einen riesen Bildschirm? Aber wenn ich das Ding ausgeschaltet habe, dann sieht das halt mal wie eine ganz schwarze Box an der Wand. Und das wollen wir natürlich optimieren. Und deswegen sieht das Produkt auch so aus bei uns, weil das ist der Industrial Design. Wir wollen einfach, wenn man keinen Fernseher guckt oder kein Heimkino hat, wenn das alles ausgeschaltet ist, dass das Wohnzimmer noch aufgeräumter wirkt und natürlich eine gewisse Ästhetik dazu bringt. Also das ist reduziert, einfach reduziert, minimalistisches Design. Design und ja, das ist eigentlich eher, es geht eher um Ästhetik und wirklich wie mein Wohnzimmer aussieht und nicht, was ich dann als einen riesen Screen habe. Und hast du eigentlich schon, ihr habt ja den noch nicht verkauft, ja. Mich interessiert jetzt nur gerade, weil wir selber solche Produkte noch, Fragezeichen, nicht verkaufen, wie die Kundenzufriedenheit ist, das hätte mich jetzt mal interessiert, ob die Leute dann wirklich sagen, in Anführungszeichen, mir reicht das und ich will nur noch sowas kaufen, oder ob dann halt manche Leute sagen, ich hätte es jetzt gerne, was weiß ich, kontrastreicher oder noch heller. Also ich kann nur berichten, wir haben natürlich intern auch einige Personen, die das Produkt auch testen, ja, die das auch mal mit nach Hause genommen haben, das kurz ausprobiert haben. Ich inklusive, ich arbeite ja auch mit so einem Produkt zu Hause, ich muss das immer wieder testen. Ich habe zu Hause gar keine Leinwand, also ich projiziere tatsächlich an eine weiße Wand, eine glatte weiße Wand. Das ist für mich auch vollkommen ausreichend und ich will das nicht mehr müssen. Also ich hatte ganz normal einen 65 Zoller, ein ganz normaler 100 Hertz VA-Panel Fernseher und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da irgendwann auf die 65 Zoll wieder zurückdrehe. Okay. Auch beim Tageslicht, ich weiß, okay, da gehe ich jetzt eine Einschränkung, dann ist die Helligkeit ein bisschen anders, aber es ist trotzdem begeisternd. Und das finden alle Kollegen, die das Produkt bei sich zu Hause hatten. Also die sind mega unschwer begeistert, obwohl sie auch keine Leinwand teilweise nutzen. Also die Begeisterung ist da, wir sehen das auch hier auf der IFA, was vor allem von der Vorstellung, was wir da gemacht haben, wir waren in einem deutlich helleren Raum und trotzdem war die Begeisterung da, so dass da kam relativ selten dann die Nachfrage, warum ist das Bild jetzt zu hell oder warum jetzt sind die Kontraste oder die Schwarzwelten so und nicht anders wie bei einem OLED, ja, da kam eher genau diese cinematische Erfahrung, die man mit so einem Leinwand und so einer Projektion hat. Also man fühlt sich einfach wie im Kino. Und die Begeisterung ist auf jeden Fall da. Also wir sind da zuversichtlich, dass ziemlich viele Kunden es auch cool finden werden. Vor allem auch Leica-Fans. Dann lassen wir das so stehen. Und perfekt, wunderbar. Wünschen euch, dass ihr viele Kunden mit dem Produkt glücklich macht. Wir werden auch mal vielen lieben Dank.
wie wir das in Deutschland mit begleiten können, vielleicht auch mal anschauen. Weil das werden wir sehen. Also wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir dann im August am Start hier sind. Und in Europa natürlich im April oder Mai. Müssen sich die Amerikaner noch ein bisschen gedulden? Die müssen sich ein bisschen gedulden, ja. Aber dafür kriegen sie eine Google TV. Super, herzlichen Dank. Besten Dank.